Willkommen zurück auf Bühne 2. Wir starten in den zweiten Vortrag. Markus Metz wird uns was zu GEDAL erzählen, zu den Werkzeugen und zur Bibliothek an sich. Markus ist Grasentwickler, hat auch schon bei GEDAL und Kugels viel mitentwickelt und ist bei Mundialis einer der Mitarbeiter. Damit viel Spaß, Markus, beim Vortrag und viel Spaß dem Publikum beim Zuhören. Vielen Dank für die Einführung. Hier wird es vor allem um das neue GEDAL 3 gehen. Und auch um die neue Protsch-Bibliothek, die für Koordinatentransformation und Konversion zuständig ist, weil sich da in den letzten Jahren sehr viel getan hat. Ich möchte einmal einen kurzen Überblick über GEDAL, das Konzept, geben, dann die neuesten Änderungen da vorstellen, was da zu beachten ist, und dann noch ein paar Werkzeuge vorstellen, die mit GEDAL kommen. So, erstmal, was ist denn GEDAL überhaupt? Das ist eine Geospatial Data Abstraction Library, die es schon seit 1998 als Open Source GIS gibt und ist allgemein zuständig erstmal zum Lesen und Schreiben von Raster- und Vektordaten. Der Code von GEDAL ist hochportabel, läuft auf sehr vielen Betriebssystemen, also weit jenseits von Windows, Mac und Linux, noch auf allen möglichen esoterischeren Systemen. Und stellt eine allgemeine Geodatenschnittstelle zur Verfügung. GEDAL wird von sehr vielen verschiedenen Softwarepaketen benutzt. Hier ist nur so eine kleine Liste. QGIS zum Beispiel, ArcGIS ist auch dabei, GRAS natürlich. Insgesamt sind das über 100 verschiedene Softwareprojekte, Open Source und kommerziell, die GEDAL im Hintergrund benutzen. Und viele Anwender wissen das oft gar nicht, dass GEDAL im Hintergrund eigentlich für diesen ganzen Datenaustausch und die Konversion zuständig ist. Die Lizenz ist hoch permissive mit einer MRTX Open Source License, so dass die Bibliothek und die Werkzeuge überall eingesetzt werden können. Das Ziel von GEDAL ist erstmal vor allem ein solides, einheitliches Interface für verschiedene Geodatenformate zur Verfügung zu stellen. Allerdings gibt es sehr, sehr viele verschiedene Geodatenformate und die Anzahl ist ständig wachsend. Das ist ein kleines bisschen ein Problem, wenn man sich um alle diese Hunderten von Formaten kümmern möchte. Deswegen wird aktuell in GEDAL die Anzahl offiziell unterstützter Formate stark reduziert, um Altlasten loszuwerden und auch um die Code-Maintenance etwas zu vereinfachen. Das bedeutet auch, dass selten benutzte Formate in Zukunft von externen Entwicklern gepflegt werden müssen und nicht mehr direkt vom Kern GEDAL-Team. Zum Beispiel auch GRAS. GRAS hat ja ein eigenes Raster- und Vektorformat. Da gibt es auch in GEDAL einen Treiber dazu. Um den haben wir GRAS-Entwickler uns schon seit längerem quasi inoffiziell gekümmert, aber wir sind jetzt auch seit kurzem die offiziellen Maintainer für diesen GEDAL-GRAS-Treiber. Und ja, diese selten benutzten Formate werden dann als GEDAL-Plugins zur Verfügung gestellt. Die werden also werden nicht mehr automatisch mit einer Standard-GEDAL-Installation kommen, sondern werden dann danach separat installiert. Kurz zur Geschichte, Zeitgeschichte von GEDAL. GEDAL ist eine der ältesten Open-Source-GIS-Software-Pakete seit 1998. So, die beiden richtig alten Kandidaten, die hier immer noch aktiv sind, sind eben Protsch, wo auch in den letzten Jahren sehr viel Entwicklung passiert ist. Die ganze Koordinatentransformation wurde schwer überarbeitet, da gehe ich später noch drauf ein. Und GRASGIS ist auch noch eines der älteren Pakete, das immer noch fleißig entwickelt wird, muss ich hinweisen, weil ich ja selber GRAS-Entwickler bin. So, zum Konzept von GEDAL. Ich fange mit GEDAL Raster an. Es gibt Raster-Datasets, die dann wiederum in Sub-Datasets aufgeteilt werden können, zum Beispiel HDF oder auch NetCDF. Bei GeoTIFF gibt es keine Sub-Datasets, da gibt es dann direkt in einem Dataset ein Dataset gibt es dann ein oder mehrere Bänder.
Bei GDAL ist das so organisiert, dass alle Bänder dasselbe Koordinatenreferenzsystem, CAS, haben. Und alle Bänder haben auch dieselbe Grid-Geometrie, also dieselbe räumliche Ausdehnung und Auflösung. Zur Grid-Geometrie gibt es verschiedene mögliche Definitionen, zum Beispiel einen Referenzpunkt, zum Beispiel Koordinaten der unteren linken Ecke oder auch der oberen linken Ecke mit Schrittweite und der Anzahl Zeilen und Spalten. Da kommen wir, da wir hier mit Computern arbeiten, schnell zu Problemen bei Fließkomma-Berechnungen, zum Beispiel wenn die Auflösung, also die Schrittweise, nicht korrekt oder nur verkürzt angegeben wurde, dann kann das später zu Verschiebungen bei den Enden geben. Also wenn man von Westen nach Osten geht, dann landet man nicht am eigentlichen Osten, sondern das kann dann durchaus zu beträchtlichen Verschiebungen führen, wenn die Schrittweite nicht korrekt angegeben ist. Ein weiteres Problem, was auch wahrscheinlich vielen nicht so bewusst ist: ein Computer kann nicht 0,1 mal 10 rechnen, kann er schon, aber da kommt nicht 1 raus, sondern 1,0000 und so weiter irgendwas und dann noch ein bisschen was dazu. Das sind so Sachen, die man gerade bei riesengroßen Datensätzen, wie sie heute immer mehr üblich sind, beachten muss. Eine andere Möglichkeit zur Definition von Grid-Geometrie ist, dass man eben die Ausdehnung nimmt, Westen, Süden, Osten, Norden, und die Anzahl Pixel, Linien, und daraus die Auflösung berechnet. Bei GDAL wird die erste Version genommen. Man hat also einen Fixpunkt, das ist die linke obere Ecke des linken oberen Pixels, und dann kommen sogenannte Transformationskoeffizienten, um von einer Pixel und einer Linie PL zu Koordinaten, zu echten Koordinaten X, P, Y, P zu kommen. Diese Transformationskoeffizienten erlauben auch Verschiebungen und Verdrehungen darzustellen. Damit kann es zum Beispiel, kann man ein Raster abbilden, bei dem Norden nicht mehr oben ist, zum Beispiel, sondern eben zum Beispiel rechts. Und dann sehen die Transformationskoeffizienten dementsprechend aus. Das ist also hochflexibel, um auch leichte Verdrehungen oder Verschiebungen darstellen zu können. Zu GDAL-Vektordaten. In GDAL spricht man eigentlich nicht von Vektordatensätzen, sondern von Vektordatenquellen, Data Source. Und die sind im Vergleich zum Raster etwas anders organisiert. Verschiedene Vektor-Layer in einer Data Source können bei GDAL auch unterschiedliche Koordinatenreferenzsysteme benutzen. Die Layer können unterschiedliche Geometrien beinhalten, also Punkte, Linien, Polygone und auch die Derivate davon, also 2,5D- und 3D-Geometrien. Und die Layer können auch unterschiedliche räumliche Abdeckungen haben. Die müssen noch nicht mal überlappen, die können sehr weit verteilt sein. Das bedeutet auch, dass die Layer grundsätzlich in einer Data Source, auch wenn sie in einer gemeinsamen Data Source stecken, möglicherweise überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben. Da muss man dann auch manchmal ein bisschen aufpassen und sich die richtige Vektorlayer aus einer größeren Data Source unter Umständen raussuchen. Ja, und dementsprechend sind diese Vektorlayer in einer Data Source auch nicht unbedingt miteinander kompatibel. Jetzt möchte ich noch auf das Koordinatenreferenzsystem eingehen, das natürlich ein wichtiger Bestandteil von Geodaten sind. Wenn dieses CAS nicht zur Verfügung steht, sind Geodaten unbrauchbar, weil wir nicht wissen, wo sie liegen. Wir brauchen also die Einheit und den Bezugspunkt der Koordinaten und auch eine Projektion. Grundsätzlich, das kommt jetzt aus der Proj-Bibliothek und wird so auch direkt von GDAL benutzt, ist ein Koordinatenreferenzsystem gegliedert. Entweder ist es nur ein geografisches CAS mit Längen- und Breitengraden, oder wir haben ein projiziertes CAS mit einem geografischen CAS als Basis. Das wären zum Beispiel die UTM-Zonen. Da ist dann das projizierte CAS erstmal die Universal Transversal Mercator-Projektion, und darunter liegt dann ein geografisches CAS, was bei den einfachen UTM-Zonen eben das Standard EPSG 4326 ist. Leider kommen Geodaten auch oft mal ohne CAS
vor allem Vektordaten. Und da muss man dann oft ein bisschen raten. Wahrscheinlich ist es dann doch meistens EPSG 4326 und das muss man dann auch bei allen Tools, die GDAL benutzen, auf Softwarepaketen sozusagen manuell darüber schreiben, damit man weiter damit arbeiten kann. Es gibt seit Proj 6 und auch GDAL 3, die sind miteinander gekoppelt sozusagen, ein neues System oder ein erweitertes System, sagen wir mal, für Koordinatenreferenzsysteme. Die halten sich jetzt strikter oder sehr strikt an die offiziellen EPSG-Definitionen. Es gibt auch ein neues Textformat, um Koordinatenreferenzsysteme zu beschreiben, WKT2, also Well-Known Text Version 2, das jetzt für CRS-Definitionen, aber auch für Definitionen für Koordinatentransformationen benutzt werden kann. Noch ein Hinweis, wo am Anfang bei der Umstellung schon sehr viele Anwender auch drüber gestolpert sind. Die X- und Y-Achsen können jetzt vertauscht sein im Vergleich zu früheren Definitionen, zum Beispiel bei der Standard Längen- und Breitengraden Projektion EPSG 4326 ist die erste Achse formal tatsächlich die Breitengrade und Längengrade sind auf der zweiten Achse. GDAL selber, wie auch die allermeisten Softwarepakete, die GDAL benutzen, drehen das intern wieder zurück, weil die Geodaten normalerweise so gelesen werden, dass zuerst Easting und dann Northing kommt. Also die erste Achse ist in den Geodaten selber normalerweise schon Longitude, also Längengrad, und die zweite dann erst Breitengrad. Wenn man manuell Koordinatentransformationen macht, dann muss man darauf allerdings aufpassen und sich vorher genau die Definition eines Koordinatenreferenzsystems anschauen. So, ein weiterer Unterschied ist, dass früher bei Koordinatentransformationen WGS 84 als sogenanntes Pivot-System benutzt wurde, also egal in welchem Datum man war oder in welchem Koordinatenreferenzsystem, wurde das erstmal in WGS 84 umprojiziert intern und dann in das Zieldatum Y umprojiziert. Seit der Version Proj 6, inzwischen sind wir ja auch schon bei Proj 8, gibt es oft die Möglichkeit, direkt von Datum X zu Datum Y zu gehen und damit dieses Pivot-Datum WGS 84 zu vermeiden. Dafür gibt es dann in Proj selber auch eine umfangreiche Datenbank, wo alle möglichen Datumtransformationen von X zu Y eben enthalten sind. Um das noch ein bisschen weiter komplizierter zu machen, es gibt kann mehrere Möglichkeiten geben, um von Datum X zu Datum Y zu gehen. Das hängt auch vom aktuellen Gebiet ab, also von der räumlichen Ausdehnung und Lage, wo mein Geodatensatz jetzt tatsächlich liegt, und auch von der Zeit. Das wird in dem neuen System Epoch genannt. Da ist es oft sehr hilfreich, sich im Zweifel die verschiedenen möglichen Transformationen anzugeben mit dem Proj-Befehl Proj-Info. Und dann unter Umständen auszusuchen, welche denn aktuell am geeignetsten ist. So, da werde ich auch später nochmal drauf eingehen, bei einem Beispiel. Jetzt möchte ich noch kurz die GDAL-Werkzeuge vorstellen und auf einige später auch noch eingehen. Das ist eine sehr subjektive Auswahl. Es gibt natürlich viel, viel mehr. Das sind jetzt die, muss ich sagen, die ich selber auch häufiger benutze. Und ich denke auch so nach meiner Erfahrung, meinem Feedback, das ich bekommen habe, sind das die Werkzeuge, die auch andere Leute viel benutzen. Natürlich erstmal GDAL Info, um Metadaten eines Rasterdatensatzes anzusehen, was wir da denn genau haben. GDAL Translate, sehr wichtig, bietet vielfältige Optionen zur Rasterdatenumwandlung. Da werde ich nachher auch genauer drauf eingehen mit einem Beispiel. GDAL Warp zur Rasterumprojektion, auch um verdrehte Raster. Man denke an die Koordinatentransformationskoeffizienten, die ich gerade vorgestellt habe, wieder richtig hinzudrehen und auch um GCPs zu benutzen zur Georektifizierung. Sehr nützlich ist auch GDAL Build Virt, also virtuelle Rasterdatensätze aus mehreren verschiedenen Datensätzen zu erstellen.
GDAL-SAS-Info ist so ähnlich wie das Proj-Info-Werkzeug, das ich gerade eben vorgestellt habe. Und für die Darstellung sehr wichtig auch GDAL-ADO, also Add-Overviews, damit die Darstellung von Rasterdaten beschleunigt werden kann, vor allem über Cloud-Services. In der Vektorwelt gibt es dann vor allem die beiden Äquivalente OGR-Info zur Darstellung von Metadaten einer Vektordatenquelle oder einer bestimmten Vektor-Layer und OGR-to-OGR, das nicht nur Transformation macht, sondern auch Umprojektion von Vektordaten. Diese ganzen Werkzeuge oder einige Werkzeuge gibt es auch in QGIS in der Toolbox, in der Processing-Toolbox. Das sind vordefinierte GDAL-Werkzeuge, die allerdings nicht immer den kompletten Umfang an Einstellungen zur Verfügung stellen. Auf der Befehlszeile hat man wesentlich mehr Möglichkeiten, auch zur Optimierung von bestimmten Rasterkonversionen mit GDAL. Ressourcen hier ganz wichtig, allgemein die Webseite von GDAL, die Dokumentation ist hervorragend, sollte man auch sich immer durchlesen, vor allem für die, einerseits für die GDAL-Werkzeuge und vor allem auch für die Raster- und Vektortreiber. Da gibt es je nach Treiber sehr viele verschiedene Einstellungen, die berücksichtigt werden wollen. Jetzt gehe ich weiter zu Raster Resampling und Konvertierung mit GDAL. Ein kurzer Überblick nochmal aggregieren oder interpolieren bei Resampling. Wenn die Auflösung verringert wird, werden mehrere Pixel zu einem neuen Pixel zusammengefasst. Da gibt es dann statistische Aggregierungsmethoden in GDAL, Average Mode, Max Min, Median, erstes Quartil, drittes Quartil, Summe. Oder wenn die Auflösung vergrößert wird, dann wird interpoliert. Ein neuer Pixel deckt dabei mehrere, ein alter Pixel, Entschuldigung, deckt dabei mehrere neue Pixel ab und benachbarte Pixel werden bei der Berechnung berücksichtigt. Das sind dann die Standard-Interpolationsmethoden, Nearest Neighbor, Bilinear, Cubic, Cubic Scline und Lanczos. Bei Kategorien, also zum Beispiel, wenn man eine Landcover-Classification hat, dürfen nur die Methoden Mode und Nearest benutzt werden, sonst gehen die Daten kaputt und machen keinen Sinn mehr. Das ist noch ein kurzes Beispiel, was passiert mit verschiedenen Interpolationsmethoden. Bicubic und höhere liefern normalerweise das schönste Bild, während Nearest die Originalwerte beibehält. Bilinear ist so ein bisschen dazwischen und sollte eigentlich nicht verwendet werden, wenn sich die Auflösung drastisch ändert. Diese höheren Methoden, stärkeren Interpolationsmethoden wie Cubic oder Lanczos führen auch zu schärferen Kontrasten und können aber eventuell ungültige Werte erzeugen. In den GDAL-Werkzeugen sieht das dann so aus, dass man einen Befehl nimmt und dann oft mit -R die entsprechende Methode auswählt. Zum Beispiel bei GDAL Translate dann -R Methode. Dabei muss bei GDAL Translate allerdings auch die Zielauflösung gesetzt werden. Normalerweise wird bei GDAL Translate die Quellauflösung, also die Originalauflösung, übernommen und es wird keinerlei Resampling gemacht. Das kann aber mit den Optionen Outsize und Target Resolution -TR erzwungen werden. Bei Umprojektionen findet immer Resampling statt. Default wäre hier Nearest. Beziehungsweise bei GDAL Warp heißt das dann Near. GDAL Raster Konvertierung, das hängt auch sehr eng damit zusammen. Natürlich wird immer ein neues Rasterdatenset erstellt, wenn wir diese beiden Werkzeuge benutzen. Da sind die wichtigen Schalter -OF, um das Format auszuwählen, oft auch der Datentyp, also Integer, Byte, also Integer 16 oder Byte, Integer 32, Float 32 und so weiter. Ganz wichtig sind hier auch die Creation Options, -CO, wo verschiedene Schalter gesetzt werden können, bei die ich gleich noch vorstellen möchte. Das sind die wichtigen allgemeinen Optionen zur Definition eines Outputs, die für alle
GDAL-Werkzeuge zutreffen. Die allermeisten zumindest, bei denen ein neues Raster-Datenset erstellt wird, benutzen diese Option. Nochmal, kann man nicht oft genug darauf hinweisen, die GDAL-Dokumentation zum jeweiligen Datenformat, Dateiformat sollte unbedingt gelesen werden. Bei GeoTIFF gibt es insgesamt 28 verschiedene Optionen zur Erstellung. Hier sind ein paar wichtige Optionen, teils, damit eine interne Kachelung statt Streifen erstellt wird. Man kann bei dem Datentyp Byte noch tatsächlich die Anzahl Bits reduzieren. Das kann nochmal erheblich die Dateigröße reduzieren. Compress sollte eigentlich immer für interne Kompression benutzt werden, aber da muss man mit der Kompatibilität aufpassen, weil nicht alle anderen Softwarepakete alle Kompressionsmethoden unterstützen. Der Predictor gehört auch zur Komprimierung und kann vor allem bei Fließkommazahlen einen großen Einfluss haben. BigTIFF musste man früher noch manuell auf Yes setzen. Inzwischen ist GDAL so schlau, dass es das automatisch setzt. Das muss nicht mehr manuell gesetzt werden. Man kann mit GDAL-Werkzeugen auch Raster zuschneiden und extrahieren. Das wären die Optionen Source Window, wo man eben ein Subwindow sozusagen, ein kleines Fenster ausschneidet. Man kann das auch in einem anderen Projektionssystem angeben. Da muss man dann allerdings das die Definition des Projektionssystems mit dem Schalter Projbin SRS auch noch mit angeben. Bei der Umprojektion kann man das auch angeben. Per Default wird der komplette Datensatz umprojiziert, sodass auch alle Pixel erhalten bleiben. Das kann man allerdings auch zuschneiden mit den GDAL Warp Optionen -TE, also Target Extend und -TE SRS, wo auch das Koordinatenreferenzsystem für diese Extents mit angegeben werden kann. Auch hier nochmal, es gibt viele weitere Optionen. GDAL Warp hat sehr, sehr viele Optionen. Da lohnt es sich auch nochmal nachzuschauen. Bei der Rasterumprojektion empfehle ich eigentlich immer die Auflösung manuell zu setzen, weil es oft rechnerisch keine konstante Zielauflösung gibt. Hier zum Beispiel, wenn wir in Europa von Längen- und Breitengraden nach EU, Lambert Azimuthal Equal Area gehen, wird das extrem verzerrt. In der anderen Richtung genauso. Wenn wir von Laia wieder zurück zu Längenbreitengraden gehen, wird das auch verzerrt. Das heißt, es gibt keine konstante Zielauflösung für die Rasterzellen, für das Grid. In einer Minute müssten wir den Vortrag beenden, also bitte zum Ende kommen. Ich komme jetzt zum Ende. Ich möchte noch mal kurz ein Beispiel für die neuen Umprojektionen zeigen. Vor allem die Überprüfung der möglichen Transformationsmethoden mit Projinfo. Kann es mehrere mögliche Operationen geben. Zum Beispiel von Gauss-Krüger nach UTM-32 gibt es zwei mögliche Operationen. Die erste benutzt ein Grid-Shift-File, um die Koordinaten zu verschieben, sozusagen horizontal. Und die zweite, das Grid-Shift-File, Entschuldigung, beinhaltet Informationen zur Verschiebung zum Offset in Latitude und Longitude. Die zweite Operation benutzt eine Helmert-Transformation, ist etwas ungenauer, deckt dafür einen größeren Bereich ab. So, da ich jetzt am Ende meiner Zeit bin, würde ich sagen, ich höre hier auf. Ich habe es auch beinahe geschafft. Das sind noch Beispiele zur Methode der Umprojektion. Und fertig. Herzlichen Dank. Im Hintergrund bei mir sind Bauarbeiten weiterhin. Ich hoffe, das ist nicht zu sehr störend. Ja, super spannender Vortrag. Gerade jetzt die die Resampling-Algorithmen und sowas fand ich mal ganz toll dargestellt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ich pick noch mal zwei Fragen raus, die hier hervorstechen bei den Fragen. Eine, die insgesamt 8 Votes sozusagen gekriegt hat, also viele Menschen umtreibt.
ist die Frage, ob denn CRS, also Koordinatenreferenzsysteme, und SRS, also Spatial Reference Systeme, gleichbedeutend sind oder ob es da subtile Bedeutungsunterschiede tatsächlich gibt. Also ich habe den Eindruck, dass die oft synonym benutzt werden. SRS ist möglicherweise der allgemeinere Begriff, und ja, CRS für Koordinatenreferenzsysteme bezieht sich dann, nee, ich würde sagen, es ist synonym. Ich finde keinen wesentlichen Unterschied. Ja, wenn jemand anders dann eine andere Meinung hat, schreibt es gerne in den Chat rein, wo ich denke auch, es ist ähnlich. Die zweite Frage, die wir noch hätten, inwieweit ist GEDAL schon auf x64, also 64-Bit, umgestellt worden? Das ist eine lustige Frage. Ich würde sagen, dass GEDAL seit mindestens 15 Jahren schon 64-Bit fähig ist. Also, ja, schon immer. Sehr schön, hätte mich auch überrascht. Genau, eine Frage nehmen wir nochmal mit rein, oder vielleicht auch zwei, können wir mal schauen. Was auch mehrere gefragt haben, angesprochen wurde ja, dass Treiber rausgeschmissen werden, die selten benutzt werden. Zum einen da die Frage, welche fallen da weg und ja, wie läuft das denn? Wer kümmert sich noch drum bei denen, die drin bleiben? Bei denen, die drin bleiben, kümmert sich das Kern-GEDAL-Entwicklerteam drum. Das sind allerdings auch nur begrenzt viele Menschen und das sind viel, viel mehr Treiber und einige sind wirklich sehr komplex, deswegen werden die rausgeworfen. Ich habe jetzt den Link nicht zur Hand, aber es gibt auf der GEDAL-Webseite irgendwo eine Liste, eine Übersicht, welche Treiber weiter mitkommen und welche quasi als Plugins ausgelagert werden. Und wenn sich niemand bereit erklärt, die zu pflegen, dann werden die irgendwann eben leise vor sich hinrotten und nicht mehr brauchbar sein. Dankeschön. Nächste Frage wäre, die jetzt auch schon die Top-Frage geworden ist, wieder, wie kann GEDAL mehr Speicher zugewiesen werden, um zum Beispiel Daten größer als 4 GB zu verarbeiten? Also erstens braucht GEDAL gar nicht so viel Speicher, um diese riesen Datenmengen zu verarbeiten, weil es immer nur Schnipselchen sozusagen ausliest und die dann weiterverarbeitet, gerade bei der Übersetzung von einem Format ins andere, aber auch bei der Umprojektion werden eigentlich immer nur diese Schnipsel ausgelesen, die gerade gebraucht werden. Das heißt, man kann auch, wenn man GEDAL nur, was weiß ich, 30 Megabyte Arbeitsspeicher zur Verfügung stellt, damit locker ein 20 Gigabyte Raster übersetzen. Gar kein Problem. Allerdings gibt es noch diesen Schalter, der heißt eine Konfigurationsoption GEDAL Cache Max. Der wird in Megabyte angegeben und dort damit kann man den Arbeitsspeicher hochsetzen und dann laufen viele Operationen auch viel, viel schneller. Das heißt, ja, also sie laufen dann schneller, aber wenn der Arbeitsspeicher niedrig ist, heißt das nicht, dass GEDAL nicht funktioniert. Das funktioniert immer, nur dann eben entsprechend langsamer, weil mehr rein und rausgeschrieben werden muss. Klasse, herzlichen Dank. Du kannst noch mal in den Chat gucken, da sind noch zwei Fragen über, dann wird es keine Zeit mehr für. Vielleicht kannst du ja noch kurz darauf eingehen, einfach im Chat auf der Bühne, also in Bühne 2. Nochmal ganz herzlichen Dank für den tollen Vortrag. Ich fand ihn sehr inspirierend, sehr spannend. GEDAL bin ich auch ein Riesenfan von. GEDAL-Shirt ist heute hier auch natürlich mit am Start. Und das war ein ganz toller Überblick nochmal für die Tools, also auch für die Zuschauer, glaube ich, eine schöne Inspiration. Vielen Dank, damit machen wir eine kurze Pause und gleich geht es weiter mit Jakob Miksch, der euch weiter was zu Kommandozeilen-Tools erzählen wird. Bis gleich.